Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin sehr froh, dass ich heute Abend hier bin, bei dieser wirklich beeindruckenden Veranstaltung. Ich hoffe, dass ich jetzt auch, also wenn sich mein Gesicht zwischenzeitlich verfärbt, liegt das an den Lampen, an dieser wunderbaren Lightshow. Tolle Sache, macht mir wirklich sehr viel Spaß, heute hier zu sein. Ich beginne immer mit einem Werbeblock, das ist den Veranstaltern immer peinlich, aber ich mache das trotzdem. Alles, was Sie heute nicht erfahren, können Sie natürlich nachlesen, zum Beispiel in diesem wunderbaren Buch von Andreas Betzkin. Er ist Professor an der Universität in Stuttgart und dort habe ich auch einen Artikel geschrieben und da werden viele der Themen, die wir heute hier ansprechen, nochmal vertieft. Und das, wenn Sie sich noch ein Buch vor Weihnachten kaufen wollen, das wäre eine gute Wahl und damit ist der Werbeblock auch vorbei. Es ist immer ein bisschen, wie gesagt, den Veranstaltern peinlich, aber wenn man sich selber mit Werbung beschäftigt, sollte man auch keine Hemmungen haben, ab und zu selber mal Werbung zu machen. Deswegen auch nochmal Werbung für mich. Ich wurde schon vorgestellt, aber wenn Sie noch mehr über mich erfahren wollen, gehen Sie auf meine Seite kunden-wissen.de und da werden Sie auch noch ein paar mehr Informationen finden und auch noch ein paar Hinweise. Ich bespreche viele Bücher und wenn Sie sich langweilen, noch Lektüre suchen, gucken Sie mal dort. Wir sind hier in der Kreativwirtschaft und wie die Kreativwirtschaft aussieht, das sehen Sie auf den Flyern, auf den Plakaten des Netzwerkes. Das sehen Sie auch hier bei dieser, Sie alle kennen die Leute, die wunderbare Serie Mad Men. Und wenn man da so hinschaut, die Kreativwirtschaft in den 60ern, das war ein schönes Leben. Harte Getränke, schöne Frauen und lange Mittagspausen, da war die Welt noch in Ordnung. Heute ist es anders. In der Kreativwirtschaft wird in erster Linie gearbeitet, und zwar sehr hart gearbeitet. Das wissen Sie alle sehr genau, das wissen Sie alle an Ihren eigenen, wenn Sie in Ihren eigenen Terminkalender schauen. Aber die Kreativwirtschaft ist interessant, weil es besteht aus zwei Worten, aus Kreativ und Wirtschaft. Und für viele Menschen erstmal ein Gegensatz. Und es gibt im Grunde auch zwei Kulturen in der Kreativwirtschaft. Mit denen müssen Sie sich innerhalb Ihres Unternehmens, Ihrer Agentur auseinandersetzen, aber auch, wenn Sie zum Beispiel als eine Agentur zu Ihren Kunden gehen. Diese zwei Kulturen sind zum einen die Kreativen und die Erbsenzähler. Die Kreativen, wissen Sie, sind alle so ein bisschen überkandidelt, ein bisschen jenseits der Realität und schweben in höheren Sphären, während die Erbsenzähler einen Tunnelblick haben, immer nur aufs Geld gucken, immer nur gucken, wo sie sparen können und nur auf Zahlen achten und die schönste kreative Idee nicht verstehen, weil sie immer nur auf ihre Tabellen schauen. Das ist jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert. Natürlich ist die Realität nicht so schwarz-weiß, aber diesen kulturellen Gegensatz, den gibt es natürlich und mit denen müssen Sie alle leben. Die Kreativen sind eher freie Geister, sie sind auf Ideensuche. Sie haben aber auch durchaus Anforderungen, sie müssen Kreativität auf Knopfdruck liefern, was nicht immer leicht ist. Sie müssen daran denken, dass Werbung keine Kunst ist, sondern Werbung verkaufen muss. Und oft ist es so, dass bei einigen Kreativen nicht das Know-how vorhanden ist oder sagen wir mal zumindest gewisse Lücken gibt, wenn es um betriebswirtschaftliche Sachen geht oder wenn es darum geht, die kreativen Ideen jemanden zu verkaufen, einen zentralen Einkäufer eines Unternehmens zum Beispiel, der nur auf Geld, nur auf Zahlen schaut. Und es ist auch, um es auch ein bisschen überspitzt zu sagen, oft so, dass das Charisma eines Kreativen, wenn er auftritt, oft viele Lücken im Know-how, in der strategischen Ausrichtung manchmal etwas übertüncht. Das heißt, die Kreativen sind oft eben auch sehr gute Darsteller, was ja auch gut ist, was ihre Faszination ausmacht, aber es erschwert die Kommunikation, nämlich die Kommunikation mit den kühlen Rechnern, mit den Erbsenzählern. Das sind die Finanzleute, das sind die Controlling-Leute und die werden immer mächtiger, die werden immer einflussreicher in den Unternehmen, die haben heute das Sagen. Mit reinen Marketinggeschwafel, wenn ich das mal so sagen darf, kommt man heute nicht weiter. Da wird auf die Zahlen geachtet. Und ganz ehrlich, manchmal ist es Entscheidungsschwäche. Man will keine Entscheidung treffen, deswegen sucht man nach objektiven Kriterien,
Und Zahlen haben immer den Eindruck, dass sie sehr objektiv sind. Und wenn Sie Kommunikation zum Beispiel machen, dann sind Informationen, die Sie liefern müssen, etwas über den Return on Investment, was bringt es mir? Und das müssen Sie auch als Kreativer liefern. Und Sie müssen Ihre kreativen Ideen in die Sprache der Controller übersetzen. Aber das ist nicht immer einfach. Die Kommunikation ist nicht immer ohne Probleme, weil die Kreativen und die Erbsenzähler mitunter unterschiedliche Sprachen sprechen. Und Sie kennen das, dann gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, wir wollen das so machen. Dann sagt ihr, ja, aber das ist so teuer und muss man das nicht hier hin und her. Keiner will eine Entscheidung treffen. Viele Meetings, unterschiedliche Sichtweise. Die Meinungen sind ausgetauscht und irgendwie kommt man nicht mehr weiter. Sie alle kennen solche Situationen, wo eine Entscheidung vor sich hergeschoben wird, weil quasi man sich nicht einigen kann. Und in dieser Situation wünscht man sich eigentlich eine höhere Instanz. Irgendjemand, der von oben kommt und sagt, so, jetzt fälle ich ein Urteil, jetzt treffe ich die Entscheidung, und zwar eine weise Entscheidung, mit denen beide Seiten einverstanden sind, wie der weise König Salomon in der Bibel, der auch immer die bekannten salomonischen Urteile gefällt hat, also der quasi bei Streitigkeiten, wo man nicht weiterkam, gesagt hat, wo es lang geht, aber so, dass alle dem zustimmen konnten. Und welche Instanz ist im Marketing die eines König Salomons? Es ist nicht der Marketingleiter, es ist nicht der Geschäftsführer, erst recht nicht der zentrale Einkäufer, es ist auch nicht der Marktforscher, falls Sie das denken sollten, sondern es ist der Konsument. Der Konsument sollte bei jeder Marketingentscheidung immer das letzte Wort haben. Und die Aufgabe des Marketings ist es, die Stimme des Konsumenten Gehör zu verschaffen. Und zwar überall dort, wo sein Urteil, seine Stimme gebraucht wird. Also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und da kommen wir im Marketing, Sie alle wissen das, Marketing, Grundwissen, erstes Semester, die 4 P des Marketing, Product, Price, Place, Promotion, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Aber es gibt noch ein, es gibt noch ein P, was immer das große P im Grunde, nämlich Planung. So, aber die 4 P's kennen Sie, oder sagen wir die 5 P's kennen Sie. Kennen Sie auch die 4 M's des Marketings? Wenn nicht, dann darf ich sie Ihnen vorstellen. Die haben alle etwas, oder nicht alle, aber die haben etwas mit den Konsumenten zu tun. Motivation, Motivation, was treibt den Konsumenten an? Message, welche Botschaft muss ich dem Konsumenten geben? Was interessiert ihn? Wie versteht er meine Botschaft? Media, also welche Kanäle, welche Kommunikationskanäle muss ich einsetzen? Und der wichtige Punkt, auf den wir gleich näher kommen, Measurement, wie kann ich das alles überprüfen, nachweisen und beobachten? Und das kommen wir zu den, quasi auch die verbindende Punkt ist das 5. M, das Groß-M. Und das ist die Marktforschung. Denn die Marktforschung liefert mir für über diese 4 M's, die heute für das Marketing essentiell sind, die wichtigen Informationen. Nun gibt es da viele Vorbehalte. Ich kenne die alle. Sie sagen, um Himmels Willen, Marktforschung. Bleiben Sie mir damit weg. Kostet viel Geld und sind verkopfte Leute und kann ich mir nicht leisten. Ist nur was für die Großen. Ich kenne diese ganzen Vorbehalte. Sie kennen sie vielleicht auch. Und es gibt im Grunde 6 Mythen der Marktforschungsverächter, über die ich heute mit Ihnen kurz reden will. Das eine ist, das sagen Ihnen Ihre Kreativen, Marktforschung schießt die wirklich kreativen Ideen ab. Pre-Test, Vortest führen dazu, dass die tollen Ideen runterfallen, weil Marktforschung eigentlich immer nur das Mittelmaß nach oben befördert. So würde ich das nicht stehen lassen. Tatsächlich ist es, es gibt eine Studie von Professor Tromsdorf, die ganz klar zeigt, dass Unternehmen, die systematisch ihre Werbemittel vorher testen, erfolgreichere Kampagnen haben. Und zwar auch erfolgreich in dem Sinne von Verkaufen. Das Problem ist oft, dass mit solchen Pre-Tests falsch umgegangen wird. Ja, oft werden auch wieder die Entscheidungsschwäche, man traut sich nicht, eine Entscheidung zu treffen, also überlässt man das nicht den Konsumenten, sondern den standardisierten Marktforschungspretest.
was nicht unbedingt immer falsch sein muss, aber man sollte da durchaus differenziert gehen. Nicht jeder Test eignet sich für jede Fragestellung. Aber was noch viel häufiger ist, und da müssen auch die Kreativen sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass Forschung, der Umgang, der falsche Umgang mit Forschung oft die Kreativität ein bisschen behindert. Und zwar können Sie Marktforschung genauso nutzen wie Straßenlaternen. Eine Straßenlaterne kann Ihnen helfen, wenn Sie schon irgendwie ein paar Fläschchen Wein getrunken haben, auf dem Weg nach Hause sind und Ihr Schritt nicht mehr so ganz sicher ist, dann kann Ihnen die Straßenlaterne zum Abstützen helfen. Genauso können Sie Forschungsergebnisse nutzen, ja, indem Sie sich einfach nur auf die Schulter klopfen, indem Sie einfach nur die Daten rausholen, die Sie unterstützen, die Ihnen sagen, Sie haben alles richtig gemacht. Und das, was irgendwie falsch läuft, wird ausgeblendet. Und so wird Marktforschung oft genutzt, gerade in großen Unternehmen. Ich habe viele Unternehmen kennengelernt. Da wird das oft so gemacht. Marktforschung, das Erkenntnispotenzial der Marktforschung wird nicht genutzt. Denn eine Straßenlaterne kann auch dazu dienen, zur Erleuchtung. Indem sie mir zum Beispiel auch zeigt, was falsch gelaufen ist, was falsch ist und was ich vielleicht verändern kann. Und das ist in anderen Bereichen der Kreativwirtschaft eigentlich gang und gäbe. Sie alle, die Kollegen von Ihnen, die sich mit dem Thema Software beschäftigen, mit der Website-Gestaltung, die kennen das. Es gibt ein klares, das sogenannte A-B-Testing, wo Sie viele verschiedene Varianten ausprobieren können. Ich drücke immer auf die falschen Knöpfe. Indem Sie es wirklich wie in einem Experiment machen mit einer Kontrollgruppe und einer Experimentalgruppe und dann sehen, was hat denn die Veränderung auf der Website gezeigt? Haben mehr Leute geklickt? Haben mehr Leute bestellt? Welcher Banner funktioniert besser? Im Internet funktioniert das wunderbar. Aber man kann dieses System auch in andere Bereiche überführen und kann mit einfachen Methoden, mit einfachen experimentellen Tests über seine Maßnahmen verbessern. Und das ist kein Angriff auf die Kreativität, sondern es unterstützt die Kreativität. Eine kreative Arbeit wird verbessert. Sie wird nicht über den Haufen geschmissen oder abgeschossen, sondern sie wird verbessert. Und durch solche Tests kann das gut funktionieren. Beste Beispiel ist die Seite von Amazon. Amazon hat noch nie einen Relaunch gemacht, hat noch nie ein Redesign gemacht. Warum? Weil es sein Design ständig verändert. Und zwar immer basierend auf solchen A-B-Tests. Das heißt, es werden mal Sachen ausprobiert mit einer kleinen Anzahl von Nutzern. Und wenn das gut funktioniert oder was besser funktioniert, wird dann in die Seite integriert. Und so wird diese Seite jedes Mal, jeden Tag ein bisschen besser, ohne dass man einen großen Relaunch starten muss. Der zweite Mythos. Den Erfolg von kreativen Maßnahmen kann man nicht messen. Habe ich oft gehört. Gerade von Kreativen, die gesagt haben, Kreativität und was ist alles, das ist langfristig und Image und das kriegen sie gar nicht hin, wenn sie nur auf Abverkäufe und ähnliche Erfolgskriterien schauen. Tatsächlich, man kann alles messen, wenn man die richtigen Ziele und die richtigen Indikatoren bestimmt. Ziele müssen smart sein, das kennen Sie alle, haben Sie 100-mal gehört. Spezifisch, messbar, ausführbar, relevant, terminierbar. Das Wichtige ist tatsächlich, dass Sie vorher Ihre Ziele definieren. Und wenn Sie diese Ziele definieren und die Messbarkeit wichtig ist, müssen Sie die richtigen Indikatoren finden. Die richtigen Indikatoren, mit denen Sie sehen können, geht diese Kampagne, geht diese Maßnahme, geht dieses Produkt in die richtige Richtung oder nicht. Und da haben wir das Elefantenproblem. Denn es gibt nicht den Erfolgsindikator, es gibt nicht den Messwert für Werbung oder für kreative Maßnahmen. Das Elefantenproblem ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, wir würden hier diese wunderbaren Lichter ausmachen und würden hier einen Elefanten reinführen. Und dann würden wir fünf Forscher, die noch nie einen Elefanten gesehen haben, bitten, sie sollen den Elefanten beschreiben. Und der Erste hat den Rüssel in der Hand und sagt, der Elefant ist ganz klar eine Schlange. Der ist wie so richtig schlauchartig, der muss eine Schlange sein. Der Zweite hat den Stoßzahn in der Hand und sagt, der Elefant ist ganz klar ein Speer. Der Dritte hat einen Fuß in der Hand und befühlt den und sagt, der Elefant ist ein Baum. Er ist so wie ein Baumstamm. Der Fünfte sagt, der Elefant ist eigentlich wie eine Schnur, weil er hat das Pech, dass er den Schwanz in der Hand hat, also am anderen Ende des Elefanten sitzt. Und der Fünfte steht ganz oben und sagt, der Elefant ist ein Hügel. Der ist ganz klar ein Hügel.
Wer von denen hat jetzt recht? Im Grunde alle, weil jeder hat seinen Teil des Elefanten sehr präzise beschrieben. Hat die Realität richtig abgebildet, richtig gemessen und sehr präzise Aussagen darüber gemacht. Aber im Grunde haben sie alle nicht recht, weil sie das Gesamte des Elefanten, das Elefantenhafte des Elefanten im Grunde nicht beschreiben konnten, weil sie nur einen Indikator sich angeschaut haben, einen Ausschnitt der Wirklichkeit, der aber nicht das Ganze zeigt. Bei der Werbung haben wir genau dasselbe Problem. Die richtigen Indikatoren zu finden, ist schwierig. Indikatoren geben uns immer nur einen präzisen, aber kleinen Ausblick. Den Gesamtprozess der Werbung werden wir nicht erfassen. Das ist sogar noch schwieriger als bei dem Elefanten, weil beim Elefanten braucht man nur das Licht anmachen und dann sieht man ihn. Aber bei der Werbung haben wir die Möglichkeit nicht. Wir haben nur die Indikatoren. Und die Indikatoren sind eine riesige Vielfalt. Unheimlich viel von Abverkäufen, Suchanfragen, heutzutage sehr gerne Social Media Posts, also was wird in Social Media gesprochen, Kaufabsicht, Weiterempfehlungen, Marktanteile, eine unzählige Zahl von möglichen Indikatoren. Und alle sind wichtig, alle geben mir ein präzises Bild, aber nur eines Ausschnitts. Und Sie müssen, wenn Sie eine Kampagne oder auch eine kreative Maßnahme überprüfbar machen wollen, ganz klar überlegen, was sind die Indikatoren, die mir helfen, die Zielerreichung zu überprüfen oder zu sehen, ob ich mal in die richtige Richtung gehe, ob ich mein Ziel ansteuere. Und das erfordert ein gewisses Nachdenken. Aber wenn Sie darüber nachgedacht haben und sich auf solche Indikatoren geeinigt haben, können Sie auch im Grunde den Erfolg jeder Maßnahme überprüfen. Dritter Mythos. Konsumenten sagen nicht die Wahrheit. Das Dr. House-Problem. Sie kennen alle Dr. House. Er sagt immer, Patienten lügen oder Menschen lügen oder jeder lügt. Genauso sagen viele, was in einer Umfrage die Konsumenten mir erzählen, muss nicht alles stimmen. Und tatsächlich, die Konsumenten sind voller Widersprüche. Sie lügen sie nicht unbedingt an, aber sie wissen teilweise selber nicht, was sie wollen. Und es ist auch nicht das, was der Konsument ihnen sagt, ist die Lösung für ihre Probleme, sondern das, was aus der Analyse dieser Aussagen herauskommt. Und da muss man berücksichtigen, wie Menschen Antworten geben. Und Sie alle kennen die Probleme, wenn Sie es eben gerade ausprobiert haben. Oder Sie können es auch, wenn ich zum Beispiel auf die Straße gehen würde und würde jemanden, der Coca-Cola trinkt, fragen, warum trinkst du Coca-Cola? Was wäre die Antwort? Die Antwort wäre, weil ich Durst habe und weil es mir schmeckt. Und das ist natürlich richtig, aber das ist noch nicht die wirkliche Motivation, die uns weiterhilft. Wir müssen aus dem, was der Konsument uns sagt, aufdröseln und ein Muster herausfinden, was uns hilft, den Konsumenten zu verstehen. Das erste M der vier Ms, nämlich Motivation zu verstehen. Und da gibt es eine ganz einfache Methode. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon mal angewandt haben oder ob Sie heute, als Sie interviewt wurden, angewandt haben, nämlich die sogenannte Lettering-Technik. Im Grunde ist es immer, Sie versuchen von einer Stufe auf die nächste zu kommen durch die Warum-Frage. Die Warum-Frage ist in unserem Alltag oft, gilt als eher unfein oder man sollte sie nicht zu oft stellen. Wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie, wie wertvoll diese Warum-Frage ist, weil Kinder stellen sie ständig. Kinder stellen ständig Warum und sie geben sich nicht zufrieden mit einer Antwort. Hier ein Beispiel, die Mutter sagt, du musst ins Bett. Warum? Weil morgen Schule ist und du Schlaf brauchst. Warum? Weil du gut, um die Schule zu sein, ausgeschlafen sein musst. Warum? Weil du gute Noten brauchst, um auf die Universität zu gehen. Warum? Weil du dann einen guten Beruf findest und für dich sorgen kannst. Warum? Weil du dann auch für mich sorgen kannst. Und plötzlich haben wir durch diese Warum-Frage eine banale Alltagsaktivität, nämlich ins Bett gehen, schlafen gehen, wird plötzlich verknüpft mit Wünschen, Motivationen, Befürchtungen, Werten. Und das können auch Sie machen, wenn Sie einfach mal tiefer bohren, wenn Sie mit Ihren Konsumenten, mit Ihren Kunden sprechen und einfach mal sich nicht nur mit dem Oberflächlichen begnügen, sondern immer mal die Warum-Frage stellen. Vielleicht nicht ganz so penetrant wie hier, aber wenn Sie immer mal warum fragen, dann kommen Sie plötzlich auf Motivationen, auf Werte, auf die Sie vorher nicht gekommen wären, die Ihnen helfen zu verstehen, was Ihr Kunde will.
Das nennen wir in der Marktforschung und in der strategischen Planung Consumer Insights. Und Consumer Insights sind nicht einfach nur Daten. Consumer Insights sind Erkenntnisse, die mir einen Hebel liefern, die mir einen Hebel liefern, um etwas zu bewegen in der Kommunikation oder auch um was zu verkaufen. Ich kann mein Produkt, viele der großen innovativen Produkte der letzten Jahre und Jahrzehnte basieren auf Consumer Insights. Und Consumer Insights haben oft etwas mit Motivation oder mit Motivationskonflikten zu tun. Sie sind die Lösung für ein Dilemma, das der Kunde hat. Zwei Motivationen, die sich gegenseitig behindern. Und mit einem Insight, wenn Sie das herausfinden, mit diesem Insight können Sie überlegen, kann ich den Kunden, dem Verbraucher eine Lösung liefern? Und ein ganz einfaches Beispiel, um mir auch zu zeigen, dass solche Insights keine tiefen Interviews und monatelange Studien brauchen, sondern teilweise auf der Hand liegen, auf der Straße liegen. Zum Beispiel der Insight, Kinder mögen keinen Spargel. Da brauchen Sie keine repräsentative Befragung machen, um das herauszufinden. Jeder, der Kinder hat, weiß, die finden Spargel langweilig bis bitter, bis unangenehm. Und das führt beim Konsumenten zu einem ganz klaren Problem. Ja, in der Spargelzeit muss die Mutter für die Kinder was anderes kochen als für sich selbst, weil die Kinder keinen Spargel mögen. Das ist ein häuslicher Konflikt, ein Problem. Und nun kann ich überlegen, wie kann ich das im Marketing lösen? Und die Firma Maggi, haben Sie sicherlich schon mal gehört, hat seit Jahren immer einen Saisonschlager, das ist die Sauce Hollandaise. Die verkaufen sie in der Spargelzeit, so aus der Tüte. Und jahrelang hat man sie immer damit beworben, dass man Erwachsene gezeigt hat, die kochen und Spargel kochen und sie sagen, oh du schöne Spargelzeit. Ja? War ein Klassiker, lief Jahre. Irgendwann hat man aber gemerkt, damit verkaufe ich nicht mehr. Und dann kam das Insight, Kinder mögen keinen Spargel, hat dazu geführt, dass man einen neuen Spot hat. Ich zeige Ihnen jetzt hier nicht, ich erkläre Ihnen nur kurz. Die Mutter kommt nach Hause, sagt Spargelzeit, hat Spargel, alle freuen sich, der Vater tut brav den Spargel schälen, nur der Sohn ist entsetzt. Spargel. Ja, aber da es diese tolle Sauce Hollandaise gibt, die so lecker schmeckt, dass die auch zu Kartoffeln lecker schmeckt und damit braucht man gar nichts anderes. Da braucht man kein Fleisch, kein Spargel, die schmeckt einfach lecker. Und der Sohn ist zufrieden und ruft zum Schluss, yeah, Spargelzeit. Ein altes Produkt, Sauce Hollandaise in der Tüte, was es seit Jahrzehnten gab, neu beworben, mit Hilfe eines Consumer Insights, relevant gemacht für den Kunden, um ihm zu zeigen, hier, wir haben die Lösung für ein Problem, was du habt. Das ist ein Beispiel, wie Insights quasi die auf der Motivation der Menschen beruhen, uns helfen können, Produkte neu zu vermarkten. Ein vierter Mythos ist, Marktforschung ist teuer, aufwendig und dauert lange. Und das ist bei vielen Marktforschungsprojekten tatsächlich der Fall. Das will ich nicht leugnen. Es gibt gewisse Projekte, die müssen auch so aufwendig sein, aber sie müssen nicht alle sein. Denn das Problem ist, oft fehlen Ihnen Daten, Insights, Erkenntnisse. Es gibt also einen Bedarf für eine Forschung, auch eine Ad-hoc-Forschung, die schnell gehen muss, weil Marketingentscheidungen heute auch immer schneller laufen. Aber es ist kein Geld vorhanden. Was mache ich in so einem Fall? Sie haben drei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie machen das Geld locker. Sie suchen irgendwo, ob es nicht Geld gibt, geben das Geld aus, machen eine ordentliche Forschung nach allen methodischen Raffinessen, nach allen Standards, die notwendig sind. Das ist die beste Variante, aber findet oft nicht statt, weil selbst wenn ein Unternehmen Forschungsgelder hat, sie oft über Jahre schon verplant sind für ständige Studien, für neue Probleme, haben sie das gar nicht. Zweite Entscheidung, und das ist die weitaus häufigste Entscheidung. Sie entscheiden einfach aus dem Bauch heraus, ohne Daten. Ja, Sie vertrauen auf Ihren Bauch. Das ist nicht falsch, weil der Bauch tatsächlich die zweitgrößte Ansammlung an Nervenzellen im Körper hat. Deswegen gibt es Forscher, die sagen, der Bauch ist im Grunde das zweite Gehirn. Und wenn Sie aus dem Bauch erscheinen, dann ist das tatsächlich eine Art von Informationsverarbeitung, eine intuitive Informationsverarbeitung, die oft ganz gut funktioniert, aber sie kann sie auch auf die falsche Fährte locken. Sie können auch quasi, sie fallen auf ihre eigenen Vorurteile und auf ihre eigenen Wahrnehmungsscheuklappen hier herein. Deswegen ist es nicht wirklich für eine Marketingentscheidung, wo es um einen großen
Betrag geht, wo es um viel Geld geht, mit wirtschaftlicher Bedeutung nicht unbedingt die beste Variante. Die dritte Variante ist, machen Sie einfach eine Studie, eine pragmatische Studie. Akzeptieren Sie dabei Einschränkungen in der Methode. Sie können nicht für jedes Budget mit jeder Methode alle Fragen klären, aber besser, Sie schaffen es, einige relevante Informationen herauszufinden, als wenn Sie gar nichts haben. Und diese Informationen so schnell herauszufinden, dass sie noch in die Entscheidung eingepflegt werden können. Denn wenn ein Forschungsprojekt zu lange dauert und man die Pre-Test-Ergebnisse erst hat, wenn die Kampagne schon gelaufen ist, dann bringt sie Ihnen nichts. Zeit ist also ein kritischer Faktor. Und das ist durchaus möglich. Nun sagen viele, um Himmels Willen, das hört sich ja nach quick and dirty an. Das ist so das böse Wort in der Marktforschung. Quick and dirty, keiner will quick and dirty Forschung machen. Aber quick ist erstmal nicht schlecht. Dirty kann man vermeiden, indem man bestimmte Regeln beachtet. Aber trotzdem kann man quick sein. Ich sage immer, quick and relevant ist eigentlich das Richtige. Sie können also auch mit einfachen Methoden durchaus entscheidungsrelevante Daten, Informationen, Insights sammeln. Es gibt so ein paar Regeln, die will ich jetzt nicht alle aufführen. Sie kriegen nachher, wenn Sie Interesse haben, können Sie diese Präsentation sich nochmal anschauen. Da können Sie sich die Regeln auch nochmal einzeln anschauen. Nur einige wichtige, die ich Ihnen nennen will. Nutzen Sie einfache Untersuchungsansätze. Die haben den großen Vorteil, dass Sie auch intuitiv verstanden werden. Ja, wenn Sie mit komplizierten Conjoint-Measurement anfangen, da steigen Ihnen 5 von 6 Entscheidern in der Präsentation schon aus. Und wenn Sie mit morphologischer Marktforschung beginnen, dann kann es auch schon sein, dass Ihnen einige aussteigen. Versuchen Sie, mit einfachen Methoden heranzugehen, aber auf die relevanten Punkte zu kommen. So wie heute auch die Kollegen von dem Netzwerk Sie gefragt haben, das war auch keine große methodische Raffinesse dabei, da waren keine Fragebogen und Sie mussten sich nicht auf die Couch legen. Trotzdem glaube ich, dass mit dieser Methode viele relevante Informationen gesammelt wurden, die zur Optimierung der Arbeit des Netzwerks Kreativwirtschaft genutzt werden können. Der 5. Mythos. Marktforschung ist eigentlich nur für den Endverbraucher relevant. Das heißt, viele von Ihnen haben wahrscheinlich Kunden oder Ihre Kunden haben Kunden, die im Business-to-Business-Geschäft sind, Geschäftskunden sind. Dass Unilever und Nestle mit Marktforschung arbeiten, weil sie Schokoriegel verkaufen müssen und damit mit Psychologie arbeiten müssen, das können Sie alle verstehen. Aber im B2B-Geschäft ist es doch was anderes. Und meiner Ansicht nach nein, denn Entscheider sind auch Menschen. Und Menschen machen miteinander Geschäfte, nicht Unternehmen. Und was beschäftigt den Entscheider? Was sind die Insights, die Consumer Insights des Entscheiders? Wo sind seine Barrieren? Wo ist sein Dilemma? Wo sind seine Probleme? Um nur einige zu nennen, die alten Wahrheiten funktionieren heute nicht mehr. Vieles hat sich verändert durch Informationstechnik, durch Globalisierung. Die Karriere ist nicht mehr linear und sicher. Ja, ich kenne viele Leute, die haben geglaubt, sie kriegen bei Quelle, können sie ihre Rente abholen. Ja, aber plötzlich gibt es kein Quelle mehr. Die Technologien ändern sich und haben einen immensen Einfluss auf alle Wirtschaftsbereiche. Das Angebot an Informationskanälen wird immer mehr. Ich weiß gar nicht, wie kann ich mich informieren? Wo kriege ich sichere Informationen her? Der Kaufprozess wird komplexer. Heute entscheiden viele Leute mit, der zentrale Einkauf und ich weiß nicht, wer noch alles. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den smarten Entscheider. Das lebenslange Lernen ist keine Phrase, sondern Realität. Sie müssen alle lernen, was Neues passiert, damit sie sich darauf einstellen können. Informationen sind nicht mehr knapp. Entscheidungen folgen nicht mehr den normalen Hierarchien. Ja, mitunter ist es nicht mehr der IT-Leiter, der einen Kauf entscheidet, sondern die Anwender selber, die sagen, ich habe zu Hause ein iPhone, also will ich auch hier in der Firma ein iPhone haben. Und bitteschön, liefer mir etwas, was genauso gut ist wie mein iPhone, was ich zu Hause habe. Also, der Entscheider heute ist besser informiert, er ist anspruchsvoller, er ist aber auch mit gewisser Weise wie der Konsument unberechenbar. Und mit einfachen
mit der Lettering-Technik, wo ich gesagt habe, versuchen Sie immer die Warum-Frage zu stellen. Da werden Sie die Bedürfnisse herausfinden, die Ihr Konsument hat, Verzeihung, die Ihr Kunde hat, Ihr Entscheider hat. Und das sind zum einen, wir haben es mal so qualifiziert, Business Needs, alles, was meiner Firma nützt, das sind quasi die Sachargumente. Es gibt die Private Needs, das ist das, was mir persönlich, also was mir als Privatperson wichtig ist. Das hat eigentlich in der Business-to-Business-Kommunikation nichts verloren. Das wollen viele Entscheider, wollen das auch bewusst trennen. Die wollen gar nicht auf ihren Golfplatz Gespräche führen, sondern die wollen sich auf ihren Golfplatz erholen. Die wollen da keine Käufe abwickeln. Aber es gibt die Personal Needs, die sind irgendwo dazwischen. Die haben zwar schon was mit dem Job zu tun, aber eher damit, wie gehe ich als Individuum mit meinem Job um? Was ist für mein persönliches Fortkommen wichtig? Und das sind, wenn Sie das herausfinden, wenn Sie die Personal Needs Ihrer Kunden herausfinden, da haben Sie Insights, mit denen Sie einen Hebel finden, wie Sie ihnen helfen können, mit ihnen zu kommunizieren, ihnen eine emotionale Kundenbindung aufzubauen. Einige Personal Needs, ich muss bei Trends auf dem Laufenden bleiben. Ich will meine Work-Life-Balance verbessern. Ich muss fit für die Globalisierung sein. Ich muss neue Kulturen verstehen. Ich suche Inspiration für neue Ideen. Ich will mein Netzwerk erweitern. Ich will mich als Experte vielleicht auch profilieren in der Öffentlichkeit. Und das sind alles Möglichkeiten für Sie in der Kreativwirtschaft, das zu nutzen, indem Sie zum Beispiel relevanten Content liefern, also relevante Inhalte, die diesen Menschen bei diesen persönlichen Personal Needs helfen. Ihnen nicht nur Informationen über das Produkt geben und wie viel es kostet und wie toll die Technik ist, sondern Ihnen auch Möglichkeiten geben, wie er sich mit anderen Leuten vernetzen kann, wie er Trends, die vielleicht gar nicht mit Ihrem Produkt zusammenhängen, aber mit der Branche allgemein, wenn Sie ihnen solche Sachen liefern, dass er sich schlau machen kann. Also Motivation, das wichtige M, ist auch gerade im Business-to-Business-Geschäft eine wichtige Sache. Und das sechste und letzte Vorurteil, Marktforschung ist nur etwas für Profis. Deswegen braucht man Institute und Professoren und so weiter. Und meiner Ansicht nach ist Marktforschung in erster Linie eine Geisteshaltung. Und als Autorität in diesem Fach habe ich auch einen großen Wissenschaftler, E.T.H. Hoffmann. Meistens sind meine Zuhörer etwas überrascht, wenn ich einen Dichter und Musiker zitiere, aber E.T.H. Hoffmann hat eine wunderbare Novelle geschrieben, die heißt eine kleine Erzählung des Vetters Eckfenster. Die einen oder anderen kennen Sie vielleicht. Da geht es darum, der Erzähler besucht seinen kranken Vetter, der nicht mehr vor die Tür kann und bedauert ihn, weil er sich so langweilt. Und er sagt, wieso? Ich langweile mich nicht. Ich gucke hier aus dem Fenster und sehe den Markt in Berlin. Und das ist eine spannende Geschichte und der Erzähler wundert sich und sagt, was ist denn daran spannend? Und dann erzählt der Vetter ihm, auf was er alles achtet und warum das für ihn dieser Markt, den er beobachtet, so ein großes Spektakel ist. Und er sagt dem Erzähler, der nichts sieht, für den ist es einfach nur ein Gewusel, die erste Erfordernis fehlt dir dazu, nämlich ein Auge, welches wirklich schaut. Jener Markt bietet dir nichts da als den Anblick eines schlichten, sinnwirrenden Gewühls des in bedeutungsloser Tätigkeit bewegten Volks. Das ist auch das, was wir beobachten, wenn wir den Markt beobachten, wenn wir einfach nur drauf schauen. Da wird gewuselt, aber es ist irgendwie sinnlos, wir sehen keine Muster. Aber, mein Freund, mir entwickelt sich daraus die mannigfachste Szenerie des bürgerlichen Lebens. Denn wenn ich den Blick schule, dann sehe ich hinter die Sachen, dann stelle ich die Warum-Frage, dann kann ich aus einer alltäglichen Beobachtung Motivationen ableiten und Sachen ableiten, die mir helfen, den Markt besser zu verstehen. Das muss ich ein bisschen schulen. Das Fixieren des Blicks erzeugt das deutliche Schauen, sagt der Vetter. Das Fixieren des Blicks ist zum Beispiel die Warum-Frage, ist das genauer hinschauen, die Daten querbürsten, nicht einfach nur an der Oberfläche bleiben, sondern versuchen, nicht unbedingt mit statistischen Verfahren, sondern oft einfach nur durch Nachdenken, durch Kreuztabellierungen, durch systematische Auswertung der Alltagsbeobachtung, kann ich mehr herausfinden. Und dann ist dieser Markt ein treues Abbild des ewig wechselnden Lebens. Das heißt, plötzlich ist das, was einfach nur sinnlos erscheint, bekommt plötzlich einen Sinn. Sie sehen Muster und diese Muster helfen Ihnen, Ihr Geschäft besser zu machen.
die Motivation zu verstehen und zu verstehen, was passiert. Und dann ist Marktforschung plötzlich nicht mehr einfach nur Zahlen, die irgendwie nur zeigen, wie ein Controller, dass etwas zu teuer oder zu billig ist, sondern dann ist plötzlich Marktforschung genau das, was mir hilft, Kreativität in Gang zu setzen und was mir auch hilft, Kreativität zu überprüfen. Und meine Ratschläge für Sie, für Ihren Alltag in der Kreativwirtschaft: Entwickeln Sie eine solche marktforscherische Geisteshaltung, nutzen Sie durchaus Ihre Alltagserfahrung systematisch, versuchen Sie in sich hineinzuhören, beobachten Sie, sprechen Sie mit Leuten, sprechen Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Nachbarn, aber noch besser mit Ihren Kunden. Stellen Sie die Warum-Frage, und zwar immer, versuchen Sie immer einen Schritt weiter zu gehen, versuchen Sie immer an die Tiefenstruktur zu kommen, geben Sie auch Antworten, versuchen Sie daraus Muster zu erkennen, die Sie auch gegen Ihren Kunden gegenüber verwenden können, nämlich Insights, die Ihnen helfen, Ihre Maßnahmen besser abzustimmen. Lernen Sie so viel wie möglich über marktforscherische Methoden, aber diskutieren Sie darüber nur im Notfall. Ja, also die Kreativen, die Marktforschung grundsätzlich ablehnen, sollten eigentlich sich gerade mit Marktforschung beschäftigen, damit sie die Argumente haben, warum ich diesem Pretest-Ergebnis vielleicht nicht traue oder warum ich vielleicht doch eine andere Entscheidung treffe. Da also nicht Marktforschung weg, sondern tiefer in die Marktforschung rein, aber tun Sie Ihre Kunden damit nicht langweilen. Beachten Sie die Quick and Relevant Regeln, die habe ich Ihnen schon erzählt, und erzählen Sie eine gute Geschichte. Und das ist das, was Sie in der Kreativwirtschaft den vielen anderen voraus haben. Sie können Geschichten erzählen und nutzen Sie das. Und Sie können auch mit Zahlen und mit Tabellen und mit Grafiken gute Geschichten erzählen. Aber nutzen Sie die als rhetorische Stilmittel, um mit Ihrer Geschichte an Ihren Kunden zu kommen. Und deswegen, Marktforschung hilft Ihnen, die 4 M's des Marketings zu verstehen. Vor allem das wichtige erste M, Motivation. Consumer Insights können die Kreativität fördern, sie können auf sie neue Ideen bringen, sie können damit auch neue Ideen immer rechtfertigen, indem sie sagen, das ist mir nicht aus dem Bauch herausgekommen, sondern das basiert auf einem Verständnis der Motivation der Kunden. Tests können kreative Arbeit verbessern, sie nicht umschmeißen, sondern sie können kleine an die Stellschrauben finden, wo sie ihre Anzeigen, ihre Website, ihre Kommunikation noch verbessern können. Und Erfolgskontrollen weisen den Wert ihrer kreativen Arbeit nach. Und damit haben sie ein starkes Argument, wenn sie sich darauf einlassen, wenn sie die richtigen Messwerte, die richtigen Indikatoren finden, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Und dann ist Marktforschung die Brücke zwischen den Kreativen und den Controllern. Und das wollte ich Ihnen heute vermitteln und freue mich sehr auf Ihre Fragen.